Während die Wall Street auf die morgigen US-Inflationsdaten wartet, häufen sich jetzt immer mehr die Hiobsbotschaften aus der deutschen Wirtschaft und das Ganze wird jetzt so ein bisschen unterfüttert durch die Bauernproteste einerseits. Jetzt kommt noch der Bahnstreik obendrauf, also das Land ist ein Stück weit lahmgelegt und damit kommt diese Krise, die schon in den Wirtschaftsdaten Deutschlands ja länger schon erkennbar ist, die kommt jetzt auch stimmungstechnisch so ein bisschen auf den Punkt. Die Leute haben das Gefühl, naja, Berlin kümmert sich um alles, nur nicht wirklich um uns. Man fließt oder lässt Geld ja in Milliardenhöhe überall hinfließen, aber kümmert sich zu wenig um die eigenen Leute, so das derzeit dominante Gefühl. Und wir zahlen dann die Zeche der Energiewende, die letztendlich dann ein Stück weit verpufft, wenn andere, die als Entwicklungsländer gelten, wie China und Indien, immer mehr CO2 in die Luft pumpen. Was bringt es da, wenn wir dann CO2-frei sind und unsere Strom- und Gasrechnung immer weiter steigt? Das ist das eine. Und das andere ist, was wird jetzt passieren mit der Inflation, auch in der Eurozone, nicht nur in den USA, auch wenn die Märkte natürlich sehr stark auf diese US-Inflationsdaten achten. Aber wir haben immer mehr Hinweise darauf, dass die Inflation vor allem in Deutschland, aber in der Eurozone insgesamt wieder deutlich nach oben gehen wird, nach diesen Houthi-Angriffen, die sich jetzt immer stärker oder die sich verstärken weiter. Und die jetzt immer mehr in Zahlen auch zum Ausdruck kommen, was das bedeutet. Lieferengpässe wird es geben und dazu gleich mehr. Aber schauen wir zunächst mal auf ein paar dieser Hiobs-Botschaften, die heute reingekommen sind. Maschinenbau mit deutlich weniger Aufträgen, keine Bodenbildung in Sicht. Und der Maschinenbau ist ja gewissermaßen das Rückgrat der deutschen Wirtschaft, könnte man sagen. Dann die Meldung, Insolvenzen steigen kräftig an. Dezember Höchstwerte seit 2016. Die Daten sind heute erst gekommen für den Dezember. Dann sehen wir hier mal die Industrieproduktion, die in Deutschland ja auf den tiefsten Stand seit Juli 2020 gefallen ist, als das Land praktisch ja gerade aus dem Lockdown erwachte, kann man sagen. Und hier sehen wir mal den Vergleich verschiedener Länder hier in Europa. Und wer ist ganz hinten, wer ist ganz unten? Das ist Deutschland. Im Vergleich zu 2018 sind wir am schlechtesten und dann Corona-Krise sind wir am allerschlechtesten aus dieser Situation gekommen, eben diesen Einbruch der industriellen Produktion. Und Deutschland ist und war ja ein Industrieland. Das heißt, auch das Rückgrat, das bricht uns so ein bisschen weg oder diese Stütze bricht so ein Stück weit weg. Und heute dann auch noch eine Umfrage aus des Verbands der Großhändler, also der Großhandelsunternehmen, die vorwiegend im Export tätig sind, aber nicht nur Großhandel hier betreuen. Und hier sagt man, die Stimmung ist im Keller, schlechtester Wert, einer der schlechtesten Werte der letzten 25 Jahre, wieder auf Corona-Niveau. Damals war ja völlig unklar, wie es überhaupt weitergeht. Dann sagt man, zudem belastet das wirtschaftspolitische Agieren der Bundesregierung die Unternehmen massiv, einfach weil die Unternehmen keine Planungssicherheit haben. Da wird mal das dann entschieden, dann wird das mehr oder weniger zurückgenommen oder nicht ausgeführt, irgendwelche Subventionen, Beihilfen etc. Und die Ergebnisse unserer aktuellen Unternehmerumfrage sind alarmierend. Wir stecken in einer konjunkturellen Sackgasse fest. Unter anderem beklagen die Unternehmen nicht nur die gestiegenen Energiepreise, sondern vor allem zum Beispiel solche Sachen wie Lieferkettengesetz, dass man also achten muss darauf, dass die Lieferanten praktisch sauber arbeiten. Das ist ein riesiger Kostentreiber auch für die Unternehmen. Und diese Unternehmen sagen jetzt, nur 1% dieser befragten Unternehmen sind mit der Bundesregierung zufrieden. Dieses 1% ist wahrscheinlich ein grüner, der sich irgendwie in die Wirtschaft verirrt hat, könnte man meinen. Also das ist schon eine ziemlich klare Ansage. Die Stimmung ist jetzt auch auf einem Tief, kann man sagen. Kann es jetzt nur besser werden vielleicht? Und dazu müsste es aber einen Impuls geben, einen Ruck geben. Diesen Ruck sehen wir jetzt zunächst mal als Ausdruck von Protest, etwa die Bauernproteste hier. Mir braucht der Staat nicht unter die Arme zu greifen. Es reicht, wenn er die Finger aus meinen Taschen nimmt. Es sind nicht nur finanzielle Belastungen, sondern vor allem auch Auflagen, Bürokratie, Wucher, der uns schlichtweg überwuchert immer mehr. All diese Dinge führen zu einer solchen Stimmung, die wir derzeit erleben. Und jetzt haben wir ja noch den großartigen Bahnstreik oder die Bestreikung der Bahn durch den GDL-Chef Weselski, der lustigerweise dann gestern noch seinen letzten Zug nach Berlin verpasst hat. Heute, oder dann gab es ein skurriles Interview mit Radio 1,
Dann wird der Weselski, der ja leicht sechseln tut, eigentlich begründen wollte, warum er den Zug gar nicht verpasst haben tut. Obwohl er ihn verpasst hat, gell? Aber ne, der Weselski, der hat eine gewisse Dialektik, die er praktisch hier formulieren kann. Also das zeigt so ein bisschen, was los ist. Und ja, die EZB müsste eigentlich die Zinsen senken, zumal nicht nur Deutschland in der Rezession ist, sondern die Eurozone, wie heute Luis de Guindos, der Vizechef der EZB, gesagt hat, wir haben eine klare Abschwächung, die Wirtschaft droht noch schwächer zu werden, so de Guindos. Und Villeroy, der französische Notenbankchef, hat ja heute gesagt, ja, 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 wir werden in 2024 die Zinsen senken, ich sag euch nur nicht wann. Während Isabella Schnabelina, die italo-deutsche Vertreterin innerhalb der EZB, sagte und meinte, es wäre zu früh, um jetzt eine Diskussion um Zinssenkungen wirklich zu führen. Und damit könnte sie recht haben, weil wir jetzt zunächst mal eben in Deutschland aufgrund der Maßnahmen der Bundesregierung alleine schon einen Anstieg von 1,2% der Inflation haben werden, weil eben die Kosten letztendlich des Urteils des Bundesverfassungsgerichts faktisch ja auf die Leute, auf die Bevölkerung übertragen wird, und die Zinssenkungen wären da natürlich gut, gerade im Immobilienbereich, wo im Wohnungsbau jetzt das Geschäftsklima auf ein neues Allzeittief gefallen ist. Gleichwohl steigen die Baupreise weiter, aber ImmoWelt zum Beispiel, dieses Portal, sagt ja, ab Mitte 2024 ist Besserung in Sicht. Das aber setzt voraus, dass wirklich die Zinsen sinken, denn Immobilienpreise hängen an Zinsen, steigen die Zinsen, tendieren Immobilienpreise zu fallen und umgekehrt. Also mit fallenden Zinsen würden sich die Immobilienpreise wahrscheinlich wieder erholen. Aber werden die Zinsen wirklich fallen können? Denn wir sehen jetzt die stärksten Angriffe der Houthis im Roten Meer. Hier ist vor allem ein amerikanisches Kriegsschiff stark angegriffen worden. Hier sehen wir mal die Shipping Costs from China to Europe. Und die steigen und steigen und steigen. Und das Problem ist jetzt, dass ab 10. Februar in China die Neujahrsfeierlichkeiten beginnen. Und dann werden chinesische Firmen so 3-4 Wochen überhaupt nicht arbeiten. Das heißt, die versuchen jetzt, nämlich die chinesischen Firmen, alles noch rauszukriegen, was sie irgendwie schnell noch produzieren, um es dann nach Europa oder auch in die USA zu verschiffen. Und wenn das jetzt aufgrund dieser Houthi-Angriffe viel, viel länger dauert, dadurch weniger Schiffe zur Verfügung stehen, die Kosten immer weiter steigen, dann ist das inflationstreibend. Und all diese Supermarkt, hochpreisige Supermarkt, hat jetzt eine Werbekampagne verschoben, weil man sagt, ja, wir wissen gar nicht, ob wir diese Sachen liefern können, die wir hier bewerben. Also lassen wir es mal besser. Also man sieht, das kommt jetzt so Stück für Stück an, auch hier in den Regalen, oder besser gesagt, es kommt eben nicht an in den Regalen. Möbel sind besonders betroffen, zum Beispiel nur ein Sektor. Und wenn die Bauern jetzt streiken, könnte es auch bei Lebensmitteln in manchen Regionen zumindest ein bisschen knapper werden. Aber schauen wir uns mal hier die metrischen Tonnen an, die in europäischen Häfen angelandet werden. Booms, das geht regelrecht nach unten. Man schätzt das im Wert von 200 Milliarden Dollar bisher entweder gar nicht geliefert werden oder nur verspätet geliefert werden können. Täglich steigt die Summe, wenn hier nichts passiert. Und das denken sich auch die Amerikaner, die jetzt sagen, also wir überlegen jetzt mal, was wir hier machen. Wir müssen wahrscheinlich die Houthis direkt angreifen und diese Gefahr in irgendeiner Form ausschalten, denn das wird auf Dauer nicht tragbar sein, diese massive Kostensteigerung, die durch praktisch die Lahmlegung des Roten Meers als Schiffsroute und des Suezkanals als Route dann faktisch der Fall sind. Obwohl den Amerikanern bewusst ist, dass das natürlich das Eskalationsrisiko steigt. Blinken, der US-Außenminister, hat heute schon gesagt, ja, die Iraner sind diejenigen, die faktisch die ganze Logistik liefern, die das Ganze befördern, denn die Houthis sind ja natürlich auch von dem Iran finanziert. Und hier sehen wir einen anderen Profiteur, nämlich Putin und Russland. Heute
Ein Bericht, die Ölverkäufe Russlands, die Ölproduktion, die läuft super. Die westlichen Sanktionen gehen komplett ins Leere, wie es scheint. Damit kann Putin weiter den Krieg wunderbar finanzieren. Können die Amerikaner sich noch finanzieren, wenn wir jetzt mal den Kontinent wechseln? Man wartet auf die morgigen Inflationsdaten. Hier mal so die Erwartung, werde ich morgen noch meinen Videosblick zeigen. Denn das ist natürlich extrem marktrelevant. Die Wall Street ist so ein bisschen lau und mau im Vorfeld dieser Inflationsdaten, die morgen 14.30 Uhr kommen, aber auch JP Morgan sagt jetzt, ja, diese Geschichte mit dem Roten Meer und den Houthis, die könnte dazu führen, dass der Fortschritt in Sachen Inflation zum Stoppen kommt, dass also die Inflation nicht so fällt, wie bisher vor allem die US-Märkte das annehmen, es sei denn, die Fed macht so weiter. Nomura warnt jetzt also, das, was die Fed hier macht, gerade was Jerome Powell auch gemacht hat mit seinen Aussagen, ja, wir haben über Zinssenkungen diskutiert, das lockert die Financial Conditions, das könnte zu einer Überhitzung wieder führen, sowohl der Wirtschaft als auch der Märkte, die dann ein bisschen durchdrehen, und dann sehen wir schon erste Ergebnisse heute bei Market Watch. Ja, der Dow könnte 100.000 erreichen, der S&P 500 15.000 in 10 Jahren, alles möglich, gerade wenn wir mal ein bisschen mehr Inflation bekommen, gar keine Frage. Hier wird es rechts mal gezeigt, wie das dann aussehen könnte. Also der feuchte Traum aller Bullen, könnte man sagen, aber es gibt einige wenige Gallier, die da Widerstand leisten, wie zum Beispiel David Rosenberg, der sagt, also ich bin extrem bärisch für US-Aktien. Wer wird recht haben, die Superbullen oder der Bär hier, wie heißt der, muss ich nochmal nachschauen, David Rosenberg, genau, jetzt ist mir der Name gerade entfleucht. Aber gucken wir uns mal einen zentralen Faktor für die Wirtschaft in den USA an, das ist der Arbeitsmarkt, und jetzt sagt zwar Fitch, also wir erwarten jetzt nicht mehr eine Rezession im Jahr 2024, aber wäre das für die Aktienmärkte so toll, wenn dann, wie Fitch sagt, nur dreimal die Zinsen gesenkt werden, bekanntlich preist die Wall Street ja über 5 Zinssenkungen ein. Auf der anderen Seite sehen wir, dass Unternehmen immer mehr Leute entlassen wollen oder immer mehr Unternehmen Leute entlassen wollen. 40% der befragten Unternehmen einer Umfrage sagen, ja, wir werden Leute entlassen und werden hier versuchen, mit weniger Personal auszukommen. Viele argumentieren da mit künstlicher Intelligenz. Ich halte das für ein Vorwand, um eben sozusagen hier diese Leute entlassen zu können. Das hat heute wieder auch Amazon angekündigt. Man wird bei Prime und so weiter, wird man etwa 500 Stellen weiter abbauen. Amazon hat ja schon zuletzt weiter Stellen abgebaut, und wir sehen auch einen deutlichen Anstieg eben der Bankrotte in den USA, wenngleich auch vieles durch WeWork, diesem wunderbaren Konzern, der jetzt irgendwie sein Geschäftsmodell dahinschwinden sah. Also vieles ist da auch bedingt, aber dennoch sehen wir schon einen deutlichen Anstieg. Die Zinsen fressen sich durchs System. Also wollen alle, dass die Zinsen sinken. Und wenn die Zinsen sinken, ist das gut für Bitcoin. Alle warten jetzt, wann kommt endlich die Bestätigung der SEC dieses Bitcoin-ETFs. Und hier sehen wir mal Tom Lee, Dauerbulle für alles. Ich glaube, wenn der Analyst für CO2 wäre, dann wäre er bullisch für CO2, nicht wahr? Also für Bitcoin erwartet er 100.000 oder vielleicht sogar 150.000 in den nächsten 12 Monaten, weil dann so eine riesige Nachfrage nach Spot Bitcoin eben der Fall wäre. Jetzt wird schon die nächste Sau durchs Dorf getrieben, nämlich Ethereum, das heute deutlich angestiegen ist, weil man sagt, naja, Bitcoin ist klar, dass das, oder sehr wahrscheinlich, dass das hier ver-ETF'd wird in gewisser Weise. Also spekulieren wir mal auf ETF, dass das früher oder später auch passiert, und so wird, wie gesagt, die nächste Sau durchs Dorf getrieben. Und in Sachen Bitcoin ist derzeit der Chef der SEC, Gensler, schwer unter Druck, nachdem ja diese geradezu skurrile Geschichte passiert ist, dass von dem Twitter-Account, X-Account der SEC hier die Bestätigung gestern Abend zu kommen schien. Ja, wir genehmigen diese Bitcoin-ETFs. Und dann hat sich herausgestellt, dieser Account wurde gehackt, und die Kritik an Gensler und der SEC wird immer lauter. Denn eigentlich sind die Regierungsorganisationen in den USA zu gewissen Sicherheitsmaßnahmen verpflichtet, wie zum Beispiel Multifactor Authentication.
Also mehrfache Authentifizierung und so weiter. Jetzt versucht man so ein bisschen, hat man den Eindruck, hier Elon Musk die Schuld zuzuschieben und X, indem man gesagt hat, naja, siehst du, diese Social Media Plattform ist ja per se unsicher. Nein, das ist, glaube ich, falsch. Möglicherweise hat da einfach ein übereifriger Angestellter der SEC diese Genehmigung einfach ein bisschen zu früh abgedrückt. Auch das ist möglich, wie Anthony Scaramucci, der einst in der Trump-Administration mal kurz war, hier twittert. Aber hier Gensler nochmal, der also hier anderen Leuten Vorschläge macht, wie man ganz, ganz sicher unterwegs ist und selber eben dann seine Behörde die minimalsten Sicherheitsanforderungen nicht erfüllt. Das ist schon eigentlich ein Witz der Finanzgeschichte. Hier nochmal das, was die Unternehmen sagen, was die Unternehmen derzeit besonders stört, wo sie die Probleme sehen, was alles schiefläuft mit der Wirtschaft oder in der Wirtschaft, auch aufgrund eben der politischen Maßnahmen der Bundesregierung. Erste Empfehlung als Artikel und die zweite Empfehlung, meine Damen und Herren, für diejenigen, die sich für Bitcoin interessieren, bin ich kritisiert worden, ich hätte angeblich AMC und GameStop mit Bitcoin verglichen. Nein, habe ich nicht, ich habe nur gesagt, AMC und GameStop, da haben auch alle gesagt, wächst in den Himmel, wird die neue Story, wird das große Ding der Zukunft, das glauben die Bitcoiner auch. Und natürlich ist Bitcoin etwas anderes als AMC und GameStop. Ich bezog mich sozusagen auf diesen überbordenden Optimismus, weil in YouTube-Kommentaren immer wieder gesagt hat, Fugmann, du wirst noch bereuen, dass du keinen Bitcoin hast, weil das schießt in den Himmel. Also ich vergleiche das nicht. AMC und GameStop Aktien sind Anteile an einem Unternehmen. Bitcoin ist eigentlich eine Glaubensfrage. Ich muss hoffen, dass andere auch glauben, dass es werthaltig ist. Nur dadurch entsteht der Wert. Das ist die zweite Empfehlung, was Experten sagen. Wie jetzt, wenn diese Genehmigung kommt, der Bitcoin-Kurs sich verhalten wird. Also deutsche Wirtschaft im Abstiegskampf und Bitcoin, zwei Empfehlungen. Ich sage Servus, ciao.